Bandscheibenvorfall in der Brustwirbelsäule. Was verbirgt sich dahinter? Hallo zusammen und herzlich willkommen hier in der Gesundheitswelt. Ihr könnt hier gleich neben mir in dem Bild erkennen, da ist ein Herr, der hat einen Bandscheibenvorfall in der Brustwirbelsäule. Was verbirgt sich dahinter? Was ist ein Morbus Scheuermann? Heute werden wir auf diese Fragen eingehen und er hat mir eine relativ lange E-Mail geschrieben mit den ganzen Infos dazu. Legen wir also direkt los. Er hat geschrieben, er ist 27 Jahre alt, normale Größe, normales Gewicht, 1,78 Meter groß, 65 Kilogramm. Er hat schon relativ lange Rückenschmerzen, hat in der Jugend viel Sport gemacht, hat teilweise auch einen schweren Beruf gehabt, hat einen Ärztemarathon hinter sich, um diese Schmerzen auch in der Brustwirbelsäule irgendwo in den Griff zu bekommen, war die Frage, inwiefern das eventuell auch was mit dem Herzen zu tun hat, hat das aber alles abklären lassen. War klar, es hat nichts mit dem Herzen zu tun und hat dann, wie gesagt, einen Ärztemarathon hinter sich. Und hat überall versucht, irgendwie Hilfe zu finden und dann irgendwann wurde dann ein MRT gemacht von der Wirbelsäule, von der Brustwirbelsäule und raus kam tatsächlich, ich lese es euch vor, ein chronischer Bandscheibenvorfall im Segment TH9 bis 10. Und was so im Grunde auch seine Beschwerden erklären würde. Er hat Physiotherapie gemacht, hat aber häufig nach Physiotherapie, besonders nach Faszientraining, deutlich mehr Probleme. Er nutzt auch ein EMS-Gerät dazu und es wurde wieder ein MRT gemacht, weil er deutlich mehr Schmerzen auch hatte. Und da war dieser Bandscheibenvorfall nach relativ langer Zeit auch immer noch zu sehen und hat Untersuchungen bekommen auf Morbus Bechterew. Das ist auch so eine chronische Entzündung der Wirbelsäule. Und macht weiter. Alle Ärzte sagen ihm, er soll irgendwie weiter bewegen. Die können ihm im Grunde nicht helfen. Er muss Sport machen, er muss Physiotherapie, Krankengymnastik machen. Und er hat gesagt, er möchte ganz gerne von mir eine Einschätzung haben. Ihm hilft ganz gut, wenn er Wärme appliziert, also mit irgendwelchen Bädern oder mit Heizdecken. Schwimmen tut ihm sehr, sehr gut, aber nichtsdestotrotz hat er Probleme, gerade mit so Schmerzen zwischen den Schulterblättern im gesamten oberen Rücken und vor allem manchmal auch so wirklich elektrisierend, genau an der Wirbelsäule. Er hat gesagt, er muss dann mit Schmerzmitteln arbeiten und wie gesagt, vor allem Faszientraining tut ihm sehr, sehr schlecht. Das ist sehr, sehr, sehr fatal für ihn. Und beim schweren Heben und Tragen mittlerweile, wenn er Wasserkisten oder sowas einkauft, das ist für ihn nicht mehr so leicht und er hat das Gefühl, er könnte nicht mehr so wirklich belasten. Das mal die Zusammenfassung und jetzt geht es mal so in die, in meine Einschätzung. Als allererstes muss man sagen, dass bei dem MRT-Befund steht drin, dass er anscheinend in diesem einen Segment, was hier zu sehen ist, dass er dort einen chronischen Bandscheibenvorfall hat. Das heißt, dass dieser anscheinend auch nicht zu heilen scheint, dass das aufgrund von seiner Anatomie, auch von seiner Vorerkrankung, die man auch auf den Bildern sehen kann, dass es dort einfach einen Bandscheibenvorfall gibt, der einfach nicht zurückgeht, der sich nicht zurückentwickelt, der nicht heilt, der im Grunde die ganze Zeit so da nach außen vorsteht. Und so wie es sich anhört, ist es tatsächlich so, dass der Körper nicht imstande ist, diesen zu beseitigen und dass bei bestimmten Positionen, dass es dazu kommt, dass irgendwie doch nochmal irgendwie Kontakt zu Nervenwurzel da ist und dass man das jetzt so, wie er das jetzt bisher in Angriff genommen hat, dass das im Grunde nicht funktioniert. Es ist auch in der gesamten Brustwirbelsäule ist ja auch drin, sind sogenannte reizlose Scheuermann-Residuen bei leicht großbogig verstärkter BWS-Kyphose. Und da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Also ein Morbus Scheuermann entwickelt sich in den Jugendjahren. Das heißt, in dem Augenblick, wenn wir in die Pubertät kommen, bei den Mädels und bei den Jungs ein bisschen, kleines bisschen versetzt, ist es so, dass wenn wir teilweise schwache Rückenmuskulatur haben, häufig in einer vorgebeugten Position sind oder schwere Sachen schleppen müssen, dann kann es dazu kommen, dass unsere Wirbelsäule wächst, und dass sich diese Wirbelsäule dann
dass sich diese Wirbelkörper dann nicht in so einer ganz normalen Ausprägung dann oder nicht in so einer ganz normalen Position ausprägen oder sich entwickeln, sondern dass es einfach zu diesem Druck, zu so einer keilförmigen Position von den Wirbeln kommt. Und das führt natürlich dazu, dass wir natürlich in der Brustwirbelsäule dann halt entsprechend eine extreme Rundung erfahren. Das bedeutet, dass wir dort quasi einfach knöchernd mehr rund sind, dass wir eine Kyphose haben, also eine runde, verstärkte, runde Brustwirbelsäule. Was man bei dem Scheuermann auch sehen kann, ist im Grunde, dass häufig was muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, die Knochen sind in den jungen Jahren teilweise nicht so stark belastbar wie die Bandscheiben. Das bedeutet, wenn wir dann irgendwie eine Stauchung auf die Wirbelsäule bringen, dann kann es dazu sein, dass sich im Grunde die Bandscheiben, so ganz einfach gesagt, in den Knochen reindrücken, dass man auch hier, wie ich schon gesagt habe, sehen kann, dass diese Wirbelkörper nicht als so kontinuierliches Bild erscheinen, sondern dass diese Wirbelkörper dann im Grunde einknicken, in der Mitte irgendwo wie so Einbrüche, Deckplatteneinbrüche haben. Und das sieht man natürlich auch in dem Segment, was jetzt im Grunde hier von diesem Bandscheibenvorfall betroffen ist, sieht man im Grunde, dass dort wirklich ein sehr, sehr großer Teil auch von dem Knochen wie im Grunde eingedrückt wird. Und was ich dann sagen muss ist, man kann per se sagen, Bandscheibenvorfall, Lendenwirbelsäule, Halswirbelsäule, gibt es wirklich Empfehlungen. In diesem Fall würde ich sagen, gibt es für dich keine wirkliche Pauschalempfehlung grundsätzlich, sondern ich würde sagen, du musst grundsätzlich einfach nur schauen, dass du irgendwie mit der Situation klarkommst. Es gibt dort einfach zu wenig Erfahrung in dem Behandlungsfeld. Ja, also ein Therapeut, der mit Morbus Scheuermann Patienten behandelt, ist sicherlich die richtige Anlaufposition. Aber dafür muss man erstmal wissen, vielleicht irgendwie auch von einem Arzt erfahren, dass man Morbus Scheuermann hat oder dass man diese Wachstumsstörung in den Jugendjahren einmal hatte. Dazu muss man herausfinden, dass man einen Bandscheibenvorfall hat in der Brustwirbelsäule, was super, super, super selten ist. Also das bedeutet, wenn ihr zum Orthopäden geht und sagt, ich habe Schmerzen in der Brust, dann wird er sagen, naja, hat wahrscheinlich nichts mit dem Rücken zu tun oder nichts mit der Bandscheibe zu tun. 1 bis 2% aller Bandscheibenvorfälle, also wirklich super, super selten. Einer von 100, der reinkommt, und wo man Bandscheibenvorfall vermutet, hat es an der Brustwirbelsäule. Und wenn man das im Hinterkopf hat und sagt, ich gehe jetzt gerade mal zum Orthopäden und sage, ich habe Schmerzen in der Brust, dann wird er sagen, dann wird sein erster, allererster Gedanke aufgrund der Anatomie, weil wir noch natürlich in der Brustwirbelsäule, in den 12 Brustwirbel, haben wir immer die Rippenrauch reinlaufen. Das ist gerade die Brustwirbelsäule ist eigentlich ein sehr, sehr gutes, ein sehr, sehr gut gestütztes, sehr stabiles Konstrukt. Die einzelnen Rippen laufen nach hinten quasi zwischen die Wirbelkörper da rein und halten und stabilisieren das sehr, sehr gut. Dementsprechend ist es auch sehr selten. Ja? Dementsprechend kommt es halt auch nicht vor, dass die Ärzte direkt drauf kommen und sagen, ah, das ist ein Bandscheibenvorfall in der Brustwirbelsäule. Und in diesem Fall kann ich dir als allerersten Tipp einfach nur mal mitgeben. Du musst ein Meister deines Körpers werden. Das bedeutet, du musst, wie du schon gesagt hast, sofort sagen, okay, wenn mir Faszientraining nicht hilft, dann mach es nicht. Ich frage mich sowieso grundsätzlich, das ist leider das Problem im Fitness- und im Gesundheitsbereich, jetzt fange ich so ein bisschen an zu predigen, aber das ist auch wichtig, irgendeiner kam auf die Idee, ah, okay, Physiotherapeuten oder Masseure behandeln, das hilft ja gut, vielleicht könnten wir ja ein Geschäftskonzept entwickeln, wie wir uns selber mit irgendwelchen Zusatzmitteln selber behandeln können, selber die Muskulatur behandeln. Unter anderem gibt es große YouTuber, die darauf ihr Geschäftskonzept aufbauen. Ich denke, wir wissen alle, wer gemeint ist. Ja? Wer irgendwie die ganze Zeit irgendwie mit so einem Ball auf den Po rumdrückt oder so. Ja? Ist ja in Ordnung, ja, mache ich auch. Ist ja auch ein Mittel, was man einsetzen kann, ja? Was nicht das Wunder ist. Aber grundsätzlich ist es nicht das Ziel, dass wir
im großen Stil, in millionenfacher Menge große Rollen verkaufen aus irgendeinem gepressten Styropor oder was weiß ich, was das für ein Material ist, das wir wirklich für teures Geld verkaufen, für 29 Euro, wobei die Produktionskosten, was weiß ich, vielleicht bei 20 Cent liegen, einfach und dann einfach allen Menschen in Deutschland irgendwie die ganze Industrie schiebt diese ganze Faszientherapie an oder Faszienbehandlung, schiebt das an, damit wir möglichst viel Geld generieren, finde ich ein bisschen fraglich. Natürlich ist es so, wenn du da einen Bandscheibenvorfall hast und du hast strukturell irgendwo Schaden an der Wirbelsäule, dann ist das Letzte, was du machen solltest, dir so eine Rolle auf dem Rücken nehmen, dich da drauflegen und dann an der Rolle da rumrubbeln oder dich da drüber gleiten. Das ist nicht deine Schuld. Ich meine das ja auch nicht böse. Das sind ja auch, sage ich mal, dann muss man die Therapeuten dann irgendwo hinterfragen und sagen, naja, Moment mal, wenn ich in die Therapie gehe und ich habe danach deutlich mehr Beschwerden und ich komme das nächste Mal wieder in die Therapie und mir tut das dann nächste Mal wieder weh, dann muss ich einfach zum Therapeuten hingehen und sagen, hör mal zu, sei nicht böse, aber wir haben es zweimal jetzt gemacht und zweimal ging es mir deutlich schlechter. Und da muss man dann irgendwo sagen, okay, jetzt müssen wir uns was Neues einfallen lassen oder es ist einfach der falsche Therapeut. Stehe ich jetzt auch, muss ich jetzt auch sagen, manchmal kommen Leute zu mir und kommen nach dem Training zu mir und sagen, Peter, ich hatte Schmerzen und dann muss ich sofort das hinterfragen, was ich mache. Ist das Konzept, was ich mir für diesen Patienten zurechtgelegt habe, macht das Sinn? Kann ich mir das soweit gut erklären oder kann ich es nicht? In diesem Fall würde ich sagen, wenn du irgendeine Art von Brustwirbelsäulenmobilisation erreichen möchtest, dass wir irgendwo Einfluss nehmen wollen in eine Aufrichtung, dass wir diese Scheuermann-Geschichte, die vielleicht irgendwo schon dazu geführt hat, dass du eine verstärkte Kyphose, also einen verstärkten Rundrücken auch irgendwo hast und wir wollen das mobilisieren, dann hauen wir nicht, nicht sofort auf so eine Rolle drauf und biegen dich da komplett nach hinten durch. Ich habe sowieso zwei kleine, das ist, sieht so aus wie so ein Knubbel, wie so ein, gefühlt wie so ein Gummibärchen, was so zwei Köpfe hat. In der Mitte ist ein Loch, da kann man im Grunde, das kann man sich hinten an die Wirbelsäule unter die Wirbelsäule drüber legen. Und wenn das jemand das erste Mal macht, dann lege ich da zwei richtig fette, dicke Matten drüber. Wenn jemand das nicht gewohnt ist, die Brustwirbelsäule nicht mobilisiert hat und ich lege den direkt auf diese zwei Dinger, das sind Schmerzen, das tut schon währenddessen weh. Ich habe das damals auf die harte Tour gelernt und versuche das natürlich jetzt auch an die Leute weiterzugeben, dass man nicht sofort sich auf so eine Riesenrolle drauflegt und sofort mit Gewalt da versucht quasi die Wirbelsäule in die andere Richtung zu pressen. Ja, von daher würde ich sagen, leider kann ich dir nicht mehr Infos geben. Dafür müssen wir uns noch besser kennenlernen. Dafür müsste ich dich mal in der Bewegung auch sehen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, versuch dich zu bewegen. Wenn dir Schwimmen gut tut, geh schwimmen. Hör auf zu rollen. Wenn du merkst, wenn das irgendwo elektrisierend kommt, dann hör sofort damit auf. Dann gibt dir dein Körper sofort das Signal, das ist nicht gut. Ansonsten, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Input geben zum Thema Bandscheibenvorfall in der Brustwirbelsäule, zum Thema Morbus Scheuermann, ein kleiner Einblick. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal, euer Peter. Ciao.